Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stronghold. Wir sind immer noch bei der Mission Räucherspeck, hieß sie, glaube ich. Werdet ihr ja auch im Titel sehen. Und es läuft gut, muss man so sagen. Auf keinen Fall schlecht. Wir kriegen langsam auch Gold ordentlich rein. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Und ja. Sieht alles wunderbar im Moment aus. Kommt natürlich darauf an, wie die Angriffe noch so werden vom Schwein. Das kann ich nicht sagen. Ich kenne diese Missionen auch nicht. Das ist alles mehr oder weniger blind. Ich habe es vielleicht vor Ewigkeiten, als ich klein war, mal gespielt. Ob ich es da so weit geschafft habe, weiß ich nicht. Ich werde es ja nicht auf sehr schwer gespielt haben. Daher ist es nicht abwegig, aber ich habe absolut keine Erinnerung mehr daran. Und von daher, ne, ihr wisst schon. Gut, können wir hier eigentlich noch irgendwas reinbauen? Getreide oder so? Oh, tatsächlich. Getreide können wir hier auch noch reinkriegen. Dann machen wir das doch mal. So, Holz haben wir genug. Waffen kommen relativ flüssig. Was vielleicht ganz nützlich wäre, wären ein paar Streitkolben mehr. Und dann logischerweise auch ein paar Lederharnische, aber na doch, machen wir mal so und wir gucken die Nahrung an. Die sieht schon wieder ganz gut aus. Können wir hier wieder ein bisschen abzweigen. Genau, und schon haben wir genug Nahrung. Können hier ein paar Leute machen. Ja, Herr. Bewegung. Die sind natürlich wichtig, auch zur Verteidigung. Und dann die beiden hier. Wo bist du denn? Achso, du gehst einen Umweg. Okay. Sind auf dem Weg. Hierauf mit dir. Wie können wir? Das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Du nervst eigentlich nur. Eure Beliebtheit steigt. Von daher, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist unnütz. So. Wie viel Holz haben wir? 169, dann habe ich noch eine Idee. Wir könnten auch noch ein paar Mörderlöcher hier hinpflanzen. Hier so rundrum vielleicht. Aber aufpassen, dass wir genug Holz haben noch. Egal von wo sie kommen, sie werden auf jeden Fall erstmal ein paar Männer dadurch verlieren. Es sei denn, sie gehen übers Vorratslager, aber ich denke, das können wir ausschließen. Hier ist es eigentlich am besten bewacht. Hier unten ist eigentlich so die richtige Stelle, wo man sagen könnte, wir benötigen Steine. Da könnte es gefährlich werden. Wie sieht das eigentlich aus? Können wir hier so zumachen? Vielleicht, ne? Wir probieren es mal. Ich hoffe, wir behindern jetzt keinen, zum Beispiel die Apfelbauer. Werden wir gleich sehen, ob die sammeln. Gleich müsste Sommer sein oder Herbst oder was auch immer das ist. Sie bewegen sich nicht. Okay, dann machen wir es vielleicht mal weg. Habe ich mir fast gedacht, nur sammelt, 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 sammelt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Oh, das ist nicht gut. Wenn die nächste Truppe schon anrückt. Tom, bin zur Stelle. Aber egal, wir haben es bisher ganz gut hinbekommen. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Gehen mal hier hin. Mit euch. Zu Diensten. Und ihr seid die neue Truppe. Auf ins Getümmel. Euch stellen wir mal gleich hier unten schon hin. Achtung! Und los! Im Laufschritt. So, auf hier mit euch. Bin zur Stelle. Es läuft doch alles wunderbar. Auch vom Gold her, muss man sagen. Wir können hiervon mal ein bisschen nachhelfen. Die Truppen des Schweins greifen an. Achtung! So. Rauf mit euch. Und wir stellen wieder runter auf 22. Wir wollen hier lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn die Truppen genauso groß sind wie die vorherigen, dann sieht das echt gut aus.
Und grob geschätzt würde ich sagen, das ist eine identische Truppe, oder? Die große Streitmacht wird wahrscheinlich erst am Ende kommen. Waffen geschultert! Du machst mal das, was du machen willst, und die kontrolliere ich hier so ein bisschen. Wobei wir natürlich hier auch noch ein bisschen Nahrung abzweigen könnten, um aufs Nummer sicher zu gehen. Die werden ja fleißig weitermachen. Und dann holen wir uns noch 5 Armbrüste. Die wir dann natürlich auch sofort machen. Bereit, eure Lordschaft. Und irgendwo mit draufschicken. Ich weiß nicht wohin. Vorwärts. Vielleicht auf den Turm. So, dann zur Stelle. Die hier aufpassen. Ja, vielleicht hätten wir auch ein paar noch da mit drauf nach vorne schicken können gleich. Achtung! 4 von euch gehen dann doch nach vorne. Okay, hier ist kein Platz, dann und lassen wir los, das einfach. Sire. So. Auf geht's in die Schlacht. Ihr seid schön draußen, ja. Sehr mein fein. Bogen ist euer. Du bist noch hier mit drauf. Hier wird nicht geschwänzt. Es werden Waffen zur Stelle. Benötigt, Sire. Waffen geschultert. Im Laufschritt. Bereit, eure Lordschaft. So. Die Baumeister sind natürlich wieder sehr wichtig. Ich hoffe, die Ballisten schießen schon drauf. Zur Stelle. Machen keine Anzeichen. Achtung! Und okay, jetzt los. Sollten wir die Balliste zum Stoppen bringen, weil auf sich bewegende Ziele funktioniert das nicht so gut. Sie sind Geschichte. Los, 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 alles weg mit denen. Oh, 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 da kommen vielleicht ein paar mehr, oder? Nee, und wenn wir den noch haben, dann haben wir, glaube ich, alle erwischt. Wenn wir den noch haben, fein. Sehr gut. Sehr gut, ein paar Baumeister sind hier noch zwischen. Aber das macht nichts. Wo kommt ihr denn her? Geht mal hier und einfach rauf, oben. Waffen geschultert. Und wo war die Schweinebacke? Du gehst... Ach, euch hatte ich mitgenommen. Ah, Entschuldigung. Zur Stelle. Ja, in diesem Getümmel kann man die Baumeister nicht so gut treffen. Egal, dafür haben wir unsere Truppen hier. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Auf die wir uns jetzt vor allem konzentrieren sollten, vielleicht. So, ich hoffe, wir kriegen die Armbrustschützen gut gemeistert. Euch noch hier hinstellen, nicht dass ihr abgeschossen werdet. Das wäre äußerst schlecht. Oh, da sind doch ein paar Armbrustschützen am Leben noch. So, ihr bleibt schön hier und lasst die machen, was sie wollen, okay? Die werden schon von ganz alleine fallen. Wir konzentrieren uns hier nur. Oh, 3 sind es diesmal. Ich hoffe, ihr schießt irgendwann. Bewegt euch, Hunde. Bewegung. Na los. So, jetzt aber. Oh, die kommen alle 3 hier hin. Das ist sehr schön. Haben wir irgendwas übersehen? Nein, bisher nicht. Auf ins Getümmel. Das heißt, wir können die alle sehr gut abfangen. Das sieht sehr schön aus. Sehr, sehr gut. So, und schön rauf da. Dann kriegen wir den ersten vielleicht relativ schnell weg. Ja, das funktioniert gut. Sind die denn jetzt irgendwann mal fertig damit? Ihr lasst euch relativ viel Zeit, Leute. Bewegung! Na los!
so gut wie tot. Au, 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 au. Da fallen schon einige. Ah, unsere Truppen, die kriegen ganz schön was ab. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Rüber mit euch. Ihr kommt hier nach unten, bitte. Du doch nicht, du doch nicht, du bleibst oben. Wie sieht es auf anderen Seiten aus? Ne, da sieht es gut aus. Okay, dann ist bloß diese Seite hier weiterhin ziemlich ungeschützt. Die Burg hat Stand gehalten. Oh, wir hatten aber echt Glück, dass das Torhaus gehalten hat. Eure Befehle? Hätte ich nicht gedacht. Hiervon haben nicht allzu viele überlebt. Aber sonst sehen die Mauern alle recht gut noch aus. So, wir gucken mal. Achtung, bin zur Stelle. Einige Holzfällerhütten existieren sogar noch. Wir könnten zwei noch machen, die wir hier ein bisschen tiefer in den Wald stellen. Oder hier vorne gleich hin. Wäre eigentlich sinnvoller. So, dann kann das Tor hier auf. Und ihr neun geht gleich mal alle hier oben rauf. Dann sieht das schon deutlich besser aus, glaube ich. Dann kaufen wir uns Steine, reparieren das Torhaus. Ja, und die Mauern hier wieder ein bisschen, ne? Ja, aber die kriegen immer ein bisschen ab. Kann man nichts machen. Okay, also einmal noch Steine, bitte. Wie sieht's mit Nahrung aus? Gar nicht so stabil im Moment. Kommt vielleicht... Ah ja, wir haben keine Mühle, deswegen. Die hätten wir vorhin nicht zerstören sollen, sondern nur lediglich stilllegen. Hier können wir natürlich auch zwei arbeiten lassen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. So, rauf mit dir. Achso, wir können die Option natürlich wieder erhöhen. Und jetzt steht bestimmt als letztes die endgültige Schlacht an. Achtung! Auf die wir uns extrem vorbereiten sollten. Unsere Lebensmittelvorräte, unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So. Achtung! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Na, 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 na. Ah, wir haben schon Steine gekauft. Genau, dann können wir das natürlich hier reparieren. So. Ich denke, das passt. Wir benötigen Steine. Sieht ganz gut überall aus. Und los, Sire, vorwärts. Als nächsten Punkt würde ich sagen, bin zur Stelle. Sollten wir vor allem dieses Torhaus hier natürlich zerstören. Nicht zerstören, verbessern. Also, dass das hier alles stabiler ist. Vielleicht bauen wir hier sogar tatsächlich ein bisschen Bohrkram hin, dass die da nicht so leicht rankommen. So vielleicht. Was gibt's? Rein in den Dreck. Könnte, glaube ich, ganz gut sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Eine Botschaft von Sir Longarm. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Jawohl, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Alles. Ich glaube, das endet hier sehr, sehr schön. Waffen geschultert. Und ich würde auch sagen, wir machen aus diesem Part eine gewisse Extralänge. Das heißt, wir spielen die Mission jetzt zu Ende. Entweder wir verkacken jetzt. Achtung. Genau, wir sollten vielleicht mal zur Sicherheit speichern. Dass wir nicht alles von vorne machen müssen, weil es sieht ja eigentlich wunderbar aus. Ja.
Ne? Sind auf dem Weg. Also mein Handy vibriert gerade, das heißt die 15 Minuten sind eigentlich rum, aber ich denke, das machen wir in dem Part jetzt auch noch. Dann haben wir die Mission auch endlich geschafft. Das sind ja, glaube ich, dann auch 6-7 Parts geworden. Naja, es ist klar, dass alles immer ein bisschen länger dauert. Auf langer Hinsicht, ne? Weil es ja immer schwieriger wird, umfangreicher. Von daher, nicht wundern. So, ihr seid fertig, habe ich gehört. Die schwarzen Mönche sind bereit. Oh, du kommst ja gar nicht mehr raus. Na egal, von Mönchen haben wir sowieso nicht mehr so viel, glaube ich. Das heißt, wir sollten ein paar Streitkolben kaufen. Ja, vielleicht sollten wir in etwa 10 machen davon. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Haben wir bloß einen Rekruten? Oh, das ist ganz schön ätzend dann. Das dauert. Können wir die Mühle... Ja, die Mühle können wir erstmal wieder stilllegen. Dann haben wir ein paar mehr Leute zur Verfügung. Bin zur Stelle. So. Was wünscht ihr? Ihr kommt auch hier oben mit drauf. Und ihr... Bewegt euch! Wir können euch auf jeden Fall schon mal hier... Weil ich weiß nicht, vielleicht war es nicht gut, die schon rauszustreuen. Die sind immerhin alle verreckt, obwohl der Angriff nicht döller war als sonst. Könnte damit zu tun haben. Wir gehen mal ein bisschen auf Nummer sicher. So, ein paar Äpfel können wir verkaufen. Gräbt hier noch irgendwer? Das hört sich fast so an, oder? Ah ne, hier wird gesenst. Gesenst. Hier können wir vielleicht auch noch ein bisschen Bohrkram machen. Dass es nicht so leicht angreifbar ist. Ja. Also Männer, ist rein in die Schlamm. Oder wie ihr immer zu sagen pflegt. Und los. So, ihr kommt hier oben mit drauf noch. Dann sollte das da auch einigermaßen abgesichert sein. Hoffe ich. Und hier schützen wir das Torhaus durch einen Bohrgraben. Wir können das vielleicht auch hier so um den Turm noch ein bisschen machen. Vor allem so um die Türme halt. Oder auch hier so ganz leichten Bohrgraben, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Vielleicht nicht so schlecht. Wir lassen die einfach auch nochmal buddeln, dann wissen wir, die buddeln, gehören da oben mit drauf. So, dann können wir hier noch ein bisschen Bohrgraben machen. Ich weiß, ich fange damit reichlich früh an. Wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, die Zeit, um das alles hier in Gang zu setzen. Die Leute verlassen die Burg. What? What? Moment. Ah ne, Quatsch. Ja, ich schraub die Dings noch ein bisschen nach unten. So. Komm. Feiner Junge. So, wie ist die Beliebtheit jetzt? Plus 4, das reicht erstmal. Es kommen Leute zur Burg. So, ihr grabt hier schön. Das sieht ganz gut aus. Könnte was werden. Zumindest ist es jetzt schon ein Tick sicherer als vorher. Stelle. So. Vielleicht auch noch ein paar bereit. Auf den Bergfried rauf. Zur Sicherheit. Es wird eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Der Angriff schon da oder kommt er erst gleich? Ich glaube, der kommt erst noch. Oh Gott, wo ist denn unsere Burg? Hier. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ihr kommt zur Sicherheit schon mal rein. Zu Diensten. Genau wie ihr. Aber gern. In Bewegung. Du musst hier mit rein. Mein Bogen ist euer. Und ihr Bogenschützen Rücken kommt aus. Da auch schon rein. Sind auf dem Weg. Wir können hier kein unnötiges Risiko eingehen.
dass ihr gleich abgeschlachtet werdet. Eigentlich dürfte genug Zeit noch sein, aber... Verzeihung, Sire. Man weiß das nicht so richtig. So, bitte auch reinkommen wieder. Vorwärts, Pikeniere. Steckt hier noch irgendwer im Schlamm fest? Ich hoffe nicht. Die Truppen des Schweins greifen an. Oh Gott. Waffen geschultert. Im Lauf. Oh Gott. Wir gucken mal, das wird jetzt... Ist das schon der letzte Angriff? Das ist der letzte Angriff. Sieht nicht schwieriger aus als sonst, oder? Irre ich mich? Vielleicht sind es ein Tick mehr Bogenschützen. Kann ich nicht sagen gerade. Was wünscht ihr? Jedenfalls nicht ungewöhnlich viel. Achtung, bin zur Stelle. Ich behaupten. Ja, endlich. So, ihr kommt auch noch hier oben oder so rauf. Marsch. Und jetzt möchte ich gerne noch hiervon 5 haben und hiervon 5. Ja, Herr. Und dann können wir hier irgendwas stilllegen, irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. In Ordnung. Ich hoffe, ihr geht rein. Was brauchen wir nicht mehr? Die Kirche brauchen wir nicht. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Was brauchen wir noch nicht? Den kann man nicht stilllegen. Die Holzfällerhütten brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Holz haben wir ja genug. Und dann hätte ich gerne. Es werden Waffen benötigt, Sire. Noch ein paar davon an meiner Seite. So, gut. Dann kommt mal, Mädels. Kommt mal. Wir stellen wieder runter auf 20, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann mal los. Bereit, eure Lordschaft. Vielleicht sollten wir auch die Balliste dieses Mal steuern. Der Tod schreckt mich nicht. So, hier kann man auch schön sehen, wie es an Leben verliert gleich. Wenn es treffen sollte, was es nicht tut. Okay, wenn es nicht trifft, dann lassen wir das lieber. Die wissen schon am besten alleine, wann es trifft und wann nicht. Ja, 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 schön auf die Dings. Auf die Baumeister. Oh, da sind vielleicht doch ein paar mehr als sonst, oder? So, los, komm, schieß die nieder. Okay, ein paar wurden getroffen, aber nicht viele. Nicht alle, bei weitem nicht alle. Boah, seid ihr doof? Bleibt bloß alle da drauf. Oh, das war Mist, was ich gemacht habe. So, ich hoffe, hier sind nicht so viele fit. Auf jeden Fall sollten wir euch schon mal rausschicken. Ihr kommt hier mit drauf, bitte. Waffen geschultert. So, dann mal gucken. 5 sind es diesmal geworden, aber ich glaube, die bewegen sich nicht alle, oder? 6 sind es sogar. Sind die auch alle 6 bewegungstauglich? 2, 3, 4. Oh. 4 Stück. 5, 6, alle 6. Ach, du Heilige. Du heilige Scheiße. Bleib mal lieber hier, da sind noch zu viele Bogenschützen. Zu viele. Oh, 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 oh. Ob das was wird? Ich weiß auch nicht, wo will der jetzt andocken? Oh, hier mittendrin einfach. Egal, das wird noch ein Weilchen dauern. Glaube ich. So, wir können auf jeden Fall schon mal anfangen, die... Oh, vielleicht sollten wir einfach uns hier durchschmuggeln. Und die versuchen anzugreifen. Erstmal die hier vorne. Die anderen ziehen scheinbar weiter.
So, los, komm, 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 haut sie nieder. So, weg und die angreifen. Oh, wow, 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 wow. Zu Diensten. Ganz und gar nicht gut. Sind noch viele unterwegs? Ich glaube nicht so viele, oder? Aber die sind gleich durch unsere Mauer durch. So, wir metzeln die hier erstmal ein bisschen nieder. So. Jetzt hoffen wir, dass davon einige fallen schon. Wäre ja zu hoffen. Wo ihr angreifen da. Und rein in die Burg. Es sind ja nicht mehr viele übrig. Wenn überhaupt. Ich sehe jetzt keine. Übermacht mehr irgendwo. Oder? Übersehe ich jetzt total was? Ich glaube nicht. Oh, die schießen. Ah, da hinten kommen noch ein paar. Na gut, die werden nicht reichen. Die werden nicht reichen. Da liefern wir uns doch jetzt mal eine schöne Schlacht. Falls es dazu kommt. Die werden höchstwahrscheinlich viel früher abgeschossen schon mal. Wie ich sagte. Das war dieses Mal echt gut. Yay, Krieg. Die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Okay, einer von uns ist immerhin gefallen. Wow. Super Leistung. Jetzt dürften es aber alle gewesen sein, oder? Okay, da oben sind noch ein paar. Aber ich denke, das sollte hier keine Schwierigkeit mehr sein. Das war's eigentlich. Würde ich mal fast zu behaupten, ne? Wir beschleunigen das Ganze. In Ordnung. Uns entgeht niemand. Ja. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ja. Gut, hat alles super geklappt. Alles super. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch! Ich weiß nicht, ob der Synchronsprecher bewundernswert ist oder eher zu bemitleiden. Hey, und nur 7% der Truppen verloren, das ist echt super. Gucken wir nochmal, wie es weitergeht. Und dann ist der Part auch, denke ich, lang genug, oder? Unsere Ölbottiche haben sich als eine unglaublich wirkungsvolle Ergänzung unseres Arsenals erwiesen. Zusammen mit euren klugen taktischen Entscheidungen konnten wir so die gewaltige Streitmacht des Schweins abwehren. Habt ihr gehört? Ich bin klug. Hoho. Sehr gut. Wow. Wow. Jetzt wird's schwierig, weil der Wolf gleich in der Nähe ist. Na, mal sehen. Mission 18. Das Ende des Schweins. Die Leute in der nächsten Grafschaft stehen aufgrund der gewaltigen Steuern, die ihnen das Schwein auferlegt hat, am Rande des Ruins und sind bereit, sich gegen ihn zu erheben. Es ist an der Zeit, den Tod Lord Woolsacks zu rächen. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, hat sich das Blatt wahrlich gewendet. Allerdings. Ihr wurdet beauftragt, die letzte Grafschaft des Schweins zu unterwerfen, indem ihr sein Bollwerk belagert. Ihr habt diese Burg schon einmal belagert, aber da sie wieder aufgebaut wurde und dort eine ganze Garnison stationiert ist,
ist die Herausforderung diesmal um einiges größer. Ein einfacher, direkter Angriff mit einem Sturmbock wie letztes Mal wird vermutlich nicht genügen. Errichtet einige Belagerungstürme, um die hohen Wälle zu bezwingen. Okay, das klingt sehr interessant und ich denke auch machbar. Und das werden wir uns allerdings erst im nächsten Part ansehen. Denn der geht ja jetzt lang genug. Und deswegen will ich gar nicht großartig um den heißen Brei herumreden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann.